diesmal wieder soweit, neuer Vlog. Letztes Mal vor diesem Spiegel, weil heute, ihr seht's, Koffer sind gepackt. Das muss noch eingepackt werden. Sonst ist alles fertig hier. Heute geht's wieder zurück nach Kanada. Ich freue mich schon auf mein kleines Kanada wieder. New York reicht jetzt. Hab eine Woche hier alles gesehen. Ich werde hundertprozentig nochmal irgendwann herkommen, aber jetzt reicht's erstmal wieder. Diesmal geht's aber an die Westküste. Na, auf Vancouver Island, denn Skijob beginnt jetzt. Ja, dafür geht es jetzt erstmal zum Flughafen. Wir haben es jetzt ungefähr 11 Uhr. Mein Boarding beginnt 17:20 Uhr, aber ich werde einfach ein bisschen früher da sein, weil ich dann einfach mein Gepäck schon wegbringe und mich dann einfach irgendwo hinschille und die letzten zwei Vlogs hoffentlich zu Ende schneide. So, noch ein paar Mal hin und her, wo stehen? 23,5 Kilo. 9,5 Kilo. Ich werde gucken. Ich hoffe, dass es so ist wie beim BER, dass du Gepäck selber eincheckst. Ich meine, wir sind in New York, da ist es gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, aber weil dann mache ich ein bisschen wieder hier und da und dann ist es ein bisschen weniger als 23 und dann passt das. Wenn nicht, muss ich halt nochmal umpacken. Ich habe da nochmal ein Waschmittel, was ungefähr 200 Gramm wiegt. Dann packe ich das noch aus. Das Ding ist, hier sind 9 Kilo. Ich habe noch 2 Kilo hier frei. Ich habe auch extra jetzt schon die Arbeitsschuhe hier reingemacht und hier nur die leichteren Sneaker. Ja, aber so viel passt hier auch nicht mehr rein, das ist das Problem. Ja, mal gucken. So, bin jetzt am Terminal B. Hier habe ich mein Gepäck. Bin jetzt, wartet mal, 4,5 Stunden vorher da, vorm Boarding. Aber ich werde jetzt schon mal mein Gepäck wegbringen, setze mich hier hin. Mit WLAN und schneide die Vlogs. Das ist der Grund. Und ja, ich wollte einfach nicht mehr zu Hause rumhocken. Ich gönne mir jetzt hier meine Stulle und dann geht's rein. Okay, Freunde. Koffer ist weg. Ich hoffe, ich habe jetzt alles, was ich brauche für die nächsten 20 Stunden. Weil das Lustige ist, eigentliche Flugzeug 9 Stunden bis nach Vancouver Island. Ich bin aber 20 Stunden unterwegs, weil ich habe 11 Stunden Aufenthalt. 8 Stunden in Vancouver, nee, 9 Stunden sogar in Vancouver und 2 Stunden in Toronto. Machst du nichts, war das Beste, was ich gefunden habe, das Günstigste, musste ich halt durch. Schneide ich halt einen Vlog für euch, was denn? Also wie gesagt, die Frau im Schalter war total nett, ich musste nichts drauf bezahlen. Ich weiß nicht, ob mich da nochmal was erwarten könnte im späteren Verlauf. Keine Ahnung, war wieder total hilfreich, total nett. Ich habe jetzt hier, glaube ich, das ist für den Koffer, dass ich den hier kriege. Und das sind die 3 Tickets. Scheiß drauf. Ja, das ist halt, wenn man nicht so gut im Vloggen ist. Meine Fresse, hier seht ihr 3 Tickets für die 3 Flüge. Ja. Okay, Freunde, gehabt ein paar Komplikationen bei der Sicherheitskontrolle. Schuhe muss man im Übrigen auch ausziehen, ganz komisch. iPad hat einmal aufgemuckt, einmal habe ich vergessen, den Gürtel abzunehmen. Ja, bin jetzt aber durch. Nach 20 Minuten gab ein bisschen Prozedere. Der hat mich als erstes gefragt, was ich in meiner Tasche alles habe, dann habe ich das aufgezählt. Dann haben sie es nochmal durchgescannt, haben die ganzen Sachen gesehen und meinten, das iPad könnte es sein. Und dann musst du das iPad rausholen, dann das Ganze nochmal machen. Ja, jetzt bin ich durch. Jetzt kann ich mich ans Gate setzen, wo mein Flieger irgendwann kommt und dann einfach nur relaxen. Perfekt. So, Freunde, ich habe gerade schon eine E-Mail bekommen, dass der Flug nach Toronto verspätet ist. Eigentliche Abfahrtzeit 17:45 Uhr. Nun fliegen wir um 18:10 Uhr los. Das geht noch, ich habe 2 Stunden Aufenthalt in Toronto. Alles super, aber ja, so viel zur Pünktlichkeit. Alter Spalter, Freunde, die Preise sind so hammer. Am Flughafen. Alter Spalter. Egal. Wir haben jetzt hier hingesetzt, weil hier gibt es Steckdosen und ich werde jetzt hier meinen Block schneiden. Ich werde jetzt mir aus Höflichkeit hier was bestellen und so ein bisschen schnabulieren, ganz langsam, dass ich halt hauptsächlich schneiden kann. Wenn sie auch hinter euch steht jetzt ein Wasserglas, da stelle ich euch mal ab. Ich habe mir Dr. Pepper geholt. Ich will jetzt mal probieren, wie es schmeckt. I think I take the Gatan. Russian? The Russian, yeah. You want anything to drink? No. No? No. Thank you. So, Freunde, 18 Dollar für den Spaß. Egal. Ich habe einen Platz, wo ich hier schneiden kann. Und ich habe was zu essen. Das reicht aber auch erstmal für die nächsten Stunden hoffentlich. Ja. Wie ich die Rolltreppen hier vermisst habe.
schnell man ist. Ich lieb's ehrlich. Cool. Check-in beginnt in einer guten halben Stunde. Ich muss aber noch einmal hierher, weil ich brauche den Milchshake. Ich muss nochmal den Milchshake trinken für eine, wer weiß, wann ich das nächste Mal in den Staaten bin und den trinken werde. Wie gesagt, einer der besten Fast-Food-Milchshakes, den ich kenne. Hier ist nochmal das gute Ding. Ich freue mich schon. Dazu gibt es noch Käsefritten. Ohne Gabel wird eine verrückte Angelegenheit. Drei Servietten. Mal gucken, wie ich mich anstelle. Meine lieben Freunde, Air Canada ein bisschen verrückt unterwegs. Ist nicht so wie bei Lufthansa, dass du ein Ticket kaufst, ein Flugticket und du dann alles drin hast. Sitzplätze und Koffer. Check-in-Bag. Aber ja, hier musst du halt, hab gestern online eingecheckt für die Boardingkarten. Ich habe mir gegönnt für $30 eine Sitzplatzreservierung hier von New York nach Toronto, damit ich vielleicht New York nochmal von oben sehe. Sonst habe ich random Plätze bekommen. Ansonsten hätte ich beispielsweise auf den Langstreckenflug von Toronto nach Vancouver hätte ich $70 mehr zahlen müssen, um zu reservieren und so weiter. Es ist schon teuer. Ja, und gestern noch das Gepäckstück aufgegeben, $30 nochmal extra. Das ist schon verrückt. Das ist nicht so wie in Deutschland. Ich stehe jetzt hier beim Boarding Gate. Der Struggle geht wieder los. Ich hoffe, dass mein Gepäck da ist. Ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Stress. Ich hoffe einfach, mein Gepäck ist immer in dem Flieger, wo ich bin. Und am Ende habe ich es, weil das ist echt immer unnötiger Stress, wenn das passiert sollte. Ansonsten ist Fliegen immer echt entspannt, aber das ist so die einzige Sache, wovor ich immer keinen Bock drauf habe. Es gibt ordentlich Verspätung, Freunde. Die Verspätung sagt schon 6.10 Uhr, fliegen wir ab, das ist in 10 Minuten. Hier stehen nur noch ein paar Leute. Hinter mir auch noch. Ich glaube, wird 6.20 Uhr, 6.30 Uhr. Ich habe zum Glück 2 Stunden Aufenthalt in Toronto, deswegen stört es mich noch nicht. Sollte es mehr werden, haben wir ein Problem. Ganze Kanada-Reise angefangen hat, nämlich am Pearson International Airport in Toronto. Ich hoffe mal wieder, dass mein Koffer hier auch ist. Ich gehe jetzt zum Gate D, weil da kommt jetzt, beginnt dann in gut einer halben Stunde mein Boarding für einen Anschlussflieger nach Vancouver. Das Gute ist, eigentlich hätte ich hier 2 Stunden Aufenthalt gehabt, da wir haben irgendwie 90 Minuten Verspätung, deswegen ist es ganz gut. Ja, da geht es jetzt hin. Selbst hier um umzusteigen, muss man wieder diese Arrival-Scheiße hier machen. Ich hoffe, ich kriege das diesmal schneller hin. Jetzt habe ich ein bisschen Zeitdruck, weil es dauert auch alles. Oh Mann, ey. Scheiße. Ich hoffe, geht alles gut. Gut, Freunde, bin jetzt bei Gate D, da wo ich hin muss. Du musst zu 36, also 6 Minuten Fußweg. Hat alles super schnell geklappt. 5 Minuten war ich da durch das Ding. Weil der hat mir dann auch einfach gefragt, hast du eine Work Permit? Ich so, ja, gut, dann kannst du durchgehen. Ich so, okay. Alles gut geklappt. So, D43 geht's los. Ja, ich werde jetzt nicht so viel filmen. Ich denke, wir sehen uns dann wieder am Vancouver Airport. Weil ich jetzt mitten in der Reihe, da gibt's nichts Spektakuläres zu sehen. Und ja, ich hoffe, wir haben relativ viel Verspätung, damit die 8 Stunden nicht zu lang sind am Airport. So, Freunde, welcome in Vancouver. Hab's jetzt geschafft. Flug hat sich echt gezogen, aber ich bin jetzt da. Hab jetzt hier genau 8 Stunden Zeit, dann beginnt mein Boarding. Naja, wird produktiv genutzt, hoffe ich mal. Ist abhängig vom WLAN, wie gut das ist. Und dann werde ich die Vlogs schneiden. Vielleicht ein bisschen pennen, weiß ich nicht. Vielleicht nicht, mal gucken. Nach Luis alleine in New York gibt's jetzt Luis alleine auf dem Flug. Hafen. Da ist niemand. Fühlt sich ein bisschen creepy an. Aber naja. Ich suche mir jetzt einfach hier irgendwo ein Plätzchen mit einer Steckdose
und dann schneide ich die Vlogs. Problem ist, ich hatte auch echt nichts offen. Ich habe ein bisschen Durst. Ich guck mal, ob es hier noch Automaten gibt. Oh, wenn nicht, muss ich halt warten, bis hier was aufmacht. Perfekt, da vorne ist mein Gate. Hier habe ich nochmal eine Anzeigetafel. Zweite von oben, 8.55 Uhr, Como. Da geht's hin. Steht also schon dran, super Sache. 6 Uhr geht der Verkehr los. Und guck mal hier, hier habe ich noch Automaten. Ui, schön. Jetzt nur noch ein Place mit Steckdose. Alter, wie geil ist denn das? Ja, Mann, du. Und fertig ist der Lachs. Hier wird geschnitten. Freunde, das ist so stark, wenn man hier den Flughafen vielleicht so mit zwei, drei Leuten teilt und man das WLAN für sich alleine hat. Das ist alles super. Guck mal, wie schnell das hier hochlädt. 18, 19, 20. Junge, so schnell rendern die Videos sonst gar nicht. Ja, Freunde. Und ich sag euch, dieser Tim Hortons. Wir haben es jetzt 3 Uhr schon mittlerweile, glaube ich. Ne, 2.41 Uhr. Wenn der aufmacht, um 5 Uhr stehe ich da vorne. Ich sehe da schon Kaffee-Menü mit zwei so frisch belegten Brötchen. Die schnappe ich mir. Boah, 3 Stunden noch. Nee, stimmt gar nicht. 2 und 15 Minuten noch. Dann esse ich das. In der Zeit, denke ich mal, habe ich dann auch die Vlogs fertig. Dank, dass ihr den noch seht. Und dann kann ich schon den ihr jetzt gerade seht, noch anfangen zu schneiden, dass ich nicht mehr allzu viel habe, wenn ich dann den fertig stelle. Und ja, so ist der Plan. Oh, während der Vlog hier noch entspannt exportiert wird, wollte ich noch sagen, der Flug hier nach Vancouver, von Toronto nach Vancouver, war übrigens mal der schlechteste, den ich hatte am Anfang, weil ich saß in einer Dreierreihe am Gang, dachte so, gut, ist halt nicht schlimm, sitzt am Gang, ist so ganz entspannt. Frau neben mir hat geheult, ich weiß nicht warum, ich habe es aber auch nicht gefragt. Und natürlich Jackpot, alleinziehende Mutter mit sehr, sehr jungem Kind an Bord. Ja, Kind war natürlich total aufgeregt, hat geschrien, hat einfach laut gesprochen. Ich war so abgenervt, es gab ja auch nicht neben mir einer immer, der gegähnt hatte. Dann hatte ich von hinten immer so die Knie von dem anderen durch den Sitz immer durchgedrückt, gespürt, war der Horror. Da bin ich auch so der Meinung, also es klingt jetzt blöd, aber warum muss man nicht Kinder einchecken? Also, so, sie hatte dann mich gefragt, ob es für mich okay wäre, wenn ich den Platz verlasse, mein daneben ihr, damit sie ihr Kind da hinsetzen kann. Ich meinte so, ja, kein Problem, weil ich war froh, weil es war auch ganz hinten im Flieger. Ich habe alles immer gehört, was in der Küche gemacht wurde, was auch sehr laut war. Also habe ich mich dann umgesetzt, aber so, sie geht davon aus, dass sie einen freien Platz noch für ihr Kind finden wird, neben ihr selbst. Und das geht doch nicht. Da musst du doch vorher sagen, ich bringe noch mein einjähriges Kind mit. Kümmert euch bitte, dass ich da irgendwas bekomme. Das muss man doch irgendwie einchecken können, das Kind. Das geht doch sonst anders nicht. Das kannst du doch nicht machen. Naja, ja. Aber der Flug war danach sehr okay. Danach saß ich neben so einem 86-jährigen Opi. Habe ich mich ein bisschen unterhalten mit dem. War ganz nett. Und auch so einer anderen jungen Dame. Deswegen, der Flug war okay. War nur sehr warm. Also mir war richtig heiß und irgendwann tat wieder alles wie vom Sitzen. Aber sonst war okay. Und jetzt bin ich hier, schneide meine Vlogs. Und Tim Hortons hat schon Licht an, ich habe langsam Hunger. Okay, Freunde, wir haben es jetzt 4.53 Uhr. Tim Hortons hat schon offen. Bin ich der Erste, bin gerade nochmal eingenickt. Mir war auf einmal echt kalt. Mir die Schuhe ausgezogen, habe mich jetzt hier auf diese Sitzreihe gelegt und geschlafen, in der Stufe. Also irgendwie arschkalt. Ich glaube, wenn ich jetzt meine Schuhe anziehe, wird es wieder wärmer. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe mir im Flugzeug was weggeholt. Weil da mit der Klimaanlage immer ist immer so nicht so toll. Naja, ich hoffe, es geht wieder oder es ist nur die Müdigkeit. Irgendwas wird es nur sein. Ich hoffe, der Kaffee macht's. Hol ich mir jetzt. So, gibt jetzt einen schönen Kaffee und Bagel. So, das ist das gute Stück, der gute Bagel. Salat, Tomate, Ei, Käse, Bacon. Ich bin noch mal eingeschlafen. Wir haben es jetzt 6.05 Uhr. Oh,
zwei Stunden beginnt's Boarding vom Flieger. Irgendwie bin ich immer noch der Einzige. Vielleicht fliege ich alleine, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Brauche nur noch zwei Stunden, dann ist es geschafft. Denn da. Ui. Zack. Oh. Der Leichensack. Die zweite Frage ist, die fand ich ganz interessant. Wie viel Geld gibst du für Essen in der Woche aus? Und vor allem auch, ist gesundes Essen teurer in Kanada als in Deutschland? Also, damit fange ich erstmal mit der zweiten Teilfrage an. Und zwar, ja. Das gesunde Essen ist deutlich teurer hier in Kanada. Du hast halt, ja, wie soll ich sagen, so Salat und sowas, das merkst du, alles, was du bestellst oder was du kaufst, was mit Salatzutaten zu tun hat, Tomate, Paprika, kosten alle so ein Stück Paprika, würde ich behaupten, zwischen 2 und 3 Dollar. Eine Tomate, genau dasselbe. Kopfsalat, Eisbergsalat, bist du bei 4 oder 5 Dollar, also das ist schon sehr teuer hier. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Selbst Äpfel, wenn du die nicht bei irgendeinem Markt kaufst von irgendeinem lokalen Bauern, dann zahlst du da auch mal für ein Kilo gut 6 Dollar. Also das ist schon happig. Und ja, wie viel gebe ich in der Woche pro Essen aus? Also ich würde es mal so den Durchschnitt jetzt ziehen. Also ich weiß noch aus meiner Montreal-Zeit, da hatte ich so für einen Monat 400 Dollar ausgegeben. Also so 100 bis 150 Dollar. Nur an Lebensmitteln pro Woche, also wirklich nur reiner Einkauf. Wenn ich dann habe ich halt immer gesagt, dass ich einmal pro Woche am Wochenende essen gehe. Also würde ich so sagen, ja, kommt schon hin, zu irgendwas zwischen 100 und 150 Dollar pro Woche an Essen. So, Freunde, das ist übrigens Komox, der Vorort von Courtney. Bin mal gespannt auf die Natur hier. Also die Berge sahen aus dem Flieger schon schön aus. Ich habe auch Bock. Im Skiresort zu arbeiten und vielleicht auch viel Ski zu fahren, das wäre echt das Highlight. Mal gucken. Ich warte jetzt hier auf den Vermieter, der holt mich jetzt hier gleich ein, sammelt mich hier gleich ein und dann passt das. Ich kann euch nicht sagen, an welchen Film, aber irgendwie so die Optik erinnert mich schon an so eine amerikanischen Filme, oder? Stimmt ihr mir dazu? Ich finde schon. Mal gucken, was hier für Wildlife ist. Ob es ein paar Bären gibt, Elche. Mal gucken. So. Ich bin jetzt in Courtney, hab mich bereit gemacht für Skiresort. Werde mich dann mal melden heute, weil ich ja morgen schon auf der Matte stehen soll. Und ja, bin ganz warm angezogen, hab noch Mütze und Schal bei und dann gucken wir mal, wie es hier alles so ist. So, Freunde, bin jetzt hier oben. Übrigens unbezahlbar, die Dinger. An einem von den ganz vielen Lifts, die ihr seht, werde ich irgendwann stehen. Ich wollte jetzt einfach herkommen, ein bisschen abzuchecken, was ich morgen machen muss, wo ich morgen hin muss. Und ja, Näheres hierzu bekommt ihr dann natürlich, liefere ich dann auch nach. Da gibt es dann, denke ich mal, ein extra Video. Aber ich meine, wenn der Job so gut ist wie die Optik hier, dann werden das schöne mindestens 2 Monate. Ich passe hier auch gar nicht rein. Jeans, irgendwelche Winterschuhe. Ich sehe auch, scheiß drauf. Mein erstes Mal in Skiresort. Und? Jetzt ist wie es ist. Und unglaublich viel Schnee. So, harter Cut. Bin jetzt mittlerweile einkaufen. Äpfel übrigens 1,5 Kilo 7 Dollar. Und hier beispielsweise Tomate 3,49. Gurke 2,49. Also lassen wir mal die Preise von zu Gemüse sehen. Kartoffeln 2,27 Kilo 7,99. Ist schon happig.
ja, ist normal. Ich habe mich jetzt mittlerweile daran gewöhnt, dass es so teuer ist. Aber ich freue mich dann wieder auf Deutschland, wo die Preise dann wieder relativ günstiger sind. Jetzt weiße Käse und Wurst, und das hier, Buschenkuchen 8,49. Salami 6,49. Käse, mal, was ist das für eine Grammpackung? 165 Gramm, 9 Dollar. Das ist halt, weil wir hier nicht so diese krassen Marken hast wie Gut und Günstig, ja und so weiter, diese Hausmarken, sondern das ist einfach nur das Lokale, was es hier halt in Kanada gibt. Ja, das ist es. Im Übrigen, Freunde, war ich ja heute beim Skiresort. Habe ich da bekommen diese Jacke mit dem Skiresort Logo. Ist von Helly Hansen, ist ganz cool. Dieses Shirt, wie gesagt, die Jacke. Dann habe ich auch bekommen, auch wieder von Helly Hansen, eine Skihose. Alles Arbeitskleidung natürlich, darf ich nur während der Arbeit tragen. Und auch so eine Mütze. Man darf halt nur eigene Sachen vom Skiresort tragen. Ja, ist ganz nett gewesen. Morgen mache ich einen Test, einen Einstellungstest. Muss ich da ein paar Fragen beantworten. Habe eigentlich ein bisschen gelernt. Ja, mal gucken, ob ich den Job dann kriege. Wird schon alles gut gehen. Ich werde nochmal irgendwann einen eigenen Vlog machen, wie der Arbeitsalltag aussieht. Aber dauert halt. Erstmal muss ich mich eingewöhnen. Und ja, dann würde ich sagen, mit der chaotischen Ordnung hier, naja, Ordnung, ihr wisst, mit der chaotischen Sache, beende ich jetzt den Vlog. Danke schon wieder fürs Einschalten und dann sehen wir uns beim nächsten wieder. Macht's gut. Ciao.